Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 7. Staffel zur Folge Nummer 95 und jo Freunde, zu Beginn des Videos fliegen wir hier hinweg über unseren Güterumschlag Mitte. Und da möchte ich heute hier in diesem Video auch ansetzen, denn wir haben ja immer noch das offene Thema auf unserer To-Do-Liste Autobahn. Ich ziehe mich ein bisschen drum und ich weiß noch gar nicht, ob wir nur einen ganz kleinen Teilabschnitt bauen oder vielleicht doch über die halbe Map eine Autobahn ziehen oder sogar mehr. So richtig habe ich mich da noch nicht gefunden, aber bevor wir das überhaupt machen, brauchen wir erstmal irgendwie gefühlt eine Daseinsberechtigung für eine Autobahn. Heißt, wir müssen mal ein bisschen mehr Güter generieren, die auch auf lange Strecken gefahren werden müssen, wo wir halt mal nicht das Gleis nutzen. Und dafür würde ich vorschlagen, modifizieren wir mal heute hier den Güterumschlag Mitte etwas, werden ein bisschen Industrie noch dazu bauen, sodass wir alles darauf vorbereiten, um dann im nächsten oder übernächsten Video vielleicht mal eine erste Autobahn zu ziehen, zu bauen, die auf der Map noch zu verwenden. Von daher, auf geht's, viel Spaß mit diesem Video. So, und bevor wir hier loslegen, haben wir noch einen offenen To-Do-Punkt, wo ihr wieder fleißig im letzten Video kommentiert habt. Auf der S3 habe ich Fubak gemacht, bei Freifeld im Süden. Wir fliegen mal schnell rüber. So, denn hier ist das so, dass, ihr seht es schon, hier stehen die Züge. Die steht, der steht und wahrscheinlich da hinten steht auch einer. Ne, noch nicht. Der Jonas steht noch nicht, aber gleich. Und hier ist einfach so, dass ich das Linienmanagement vergackt habe. Warum auch immer, guck mal. Der Rechtsverkehr geht in beide Richtungen. Das ist NIO. Und es ist eigentlich easy peasy lösbar. Ich habe es nur wieder mal nicht gesehen. Der Fehler steckt im Detail. Wir gehen auf Linie verwalten und fahren natürlich hier von der 1 von Freifeld Hauptbahnhof nach Grünstadt und dann nicht zurück nach Freifeld Hauptbahnhof, das nehmen wir raus, sondern eben weiter nach Unter-Iserlohn, dann nach Iserlohn und dann erst Retour unter Iserlohn, Freifeld und dann zurück auf die bereits altbewährte Strecke, Linienführung. Von daher, setzt, das müsste es schon gewesen sein. Jetzt sollte hier alles passen. Schaut jetzt wirklich besser aus. Vielen lieben Dank für alle von euch, die wieder ein wachsames Auge hatten und rein kommentiert haben. Wir drehen mal den Zug um. Der macht sich jetzt auf den Weg nach Grünstadt, hält hier nochmal an. Grünstadt. Und dann wird es hier weitergehen. Okay. So, die S-Bahn ist schon wieder auf dem Weg, eben nach Unter-Iserlohn. Wir schweben hier gerade nochmal über den kleinen Wendepunkt für die Trams und die Busse. Ja, kleiner öffentlicher Personennahverkehrsknotenpunkt. Und die Dostos fahren jetzt auch rein hier. Okay, also flutscht wieder. Dann können wir wieder zurückfliegen in Richtung mittlere Metropolregion, in Richtung Kartenmitte. Okay, und als erstes gucken wir uns mal kurz noch hier das Linienmanagement an. Schaut mal, wir haben hier an den LKW-Cargos wirklich noch viel frei. Wir haben ja so vier Bereiche, wovon derzeit nur eins und zwei besetzt werden. Der ist frei, der hier hinten ist frei, da geht schon noch was. Und hier auf dem Gleissträngen, da sage ich auch, hier ist noch ein Gleis definitiv frei. Hier auch, sind das alles Gleise? Warte mal, wie können wir... Ja klar, ist alles eine Einheit, sogar das hier. Interessant. Der ist nicht mehr frei, okay. Aber hier eben 1, 2, 3, 4... 5 Gleise noch frei. Haben wir noch ordentlich Potenzial, wobei wir ja heute gar nicht so den Fokus aufs Gleis legen wollen. Als allererstes setze ich mal eine Industrie und ich entscheide mich hier tatsächlich nochmal für Lebensmittel, weil wenn wir Lebensmittelfabriken haben, brauchen wir auch Bauernhöfe und Bauernhöfe gestalten die Landschaft dahingehend schön, weil ich immer gerne ein paar Felder dazu pinsel. Deswegen machen wir das mal so. Gut, also hier erstmal planieren, dann drücken wir das Ding hier hinten einfach noch mit rein, hätte ich gesagt. Ja, das probieren wir mal. Mal gucken, wie es kommt. Muss ja nah bei den LKW-Cargos auch sein. So ein Quatsch, wir brauchen ja gar keine Straße. Dann richten wir das noch schön mittig aus und dann ballern wir das hier hinter. Das ist wirklich ganz schön groß, gell? Ich planiere nochmal kurz nach. War mir nicht bewusst, dass die Lebensmittelfabrik tatsächlich so riesig ist. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, so eine Drecktextur schaut am Ende gar nicht gut aus. Wir werden hier wahrscheinlich doch eher Asphalt nehmen.
Ja, wird wahrscheinlich besser für beide Industrien, die hier noch sind. Die Lebensmittelfabrik wie auch für die Werkzeugfabrik hier. So, jetzt habe ich mit der Textur hier irgendwie ein bisschen rumgeeiert. Wir lassen es erstmal so. Die Industrie muss ich jetzt auch erstmal vergrößern. Dann schaut es schon besser aus. Ich habe hier ein paar LKWs platziert. Ein paar Kisten mit Lebensmitteln. Und dann muss das so sein. Muss das erstmal so bleiben. Guck mal hier, was ist denn hier los überhaupt? Ist das alles? Werkzeug 1. Werkzeug 1. Werkzeug 1. Werkzeug 1. Und auf dem anderen steht sogar ein bisschen was. Dann machen wir mal den hier, den nehmen wir mal rüber, Auge an, auf Werkzeug 2. So, vielleicht hilft das für den Moment. Müssen wir mal beobachten. Gut, haben wir das, dann setzen wir mal einfach hier irgendwo einen Bauernhof hin. Nicht allzu weit weg. Ich schlag mal vor, hier können wir einen reinsetzen. Bauernhof gesetzt, mit Straße angebunden, dann hier auch ein LKW, Cargo reingehämmert. Guck mal, wir nehmen mal die Mod hier. Habe ich noch nicht so oft benutzt. Kenne ich mich auch gar nicht groß mit aus. So, machen wir das mal. Und dann noch ein bisschen dekoriert, keine große Geschichte hier. So, schnell mal ein paar Felder um den Bauernhof rumgemalt. Auch das ist keine große Sache. Und dann können wir jetzt eigentlich eine neue Linie einrichten. Ich bin hier gar nicht mehr im Bilde. Wir machen mal nur LKWs, Getreide, wie viel wir aktuell schon haben. Wir haben 4. Copy-Paste. Dann wird das jetzt die neue. Und zwar erstmal die 5. die wir hier anlegen. Die von hier dann rüberfährt. Wahrscheinlich wild quer durch die Stadt. Andere Farbe vielleicht. In Gelb. Naja, sie touchiert Gabeln recht weit nördlich. So würde ich das auch auf jeden Fall mal lassen. Die fährt hier rein und hier drüben wieder raus. Finde ich auch ganz cool. Oder sollten wir das genau andersrum machen, dass wir auch ein bisschen andersrum Verkehr haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir machen das genau andersrum. Damit haben wir natürlich auch eventuell mehr Kreuzung oder auch nicht, bin mir nicht sicher. Aber wir fahren mal genau andersrum. Uno, Momento, kurz mal ein paar Wegpunkte setzen. So, jetzt sind wir rein in die Linie von Obergabeln. Fahren wir nämlich jetzt über diesen Wegpunkt hier. Zip und fahren dann auf der Rückfahrt bei dem vorbei. Und jetzt mal gucken, wie die Linie sich allein darstellt. Joa, so finde ich das besser. Muss ich schon sagen. Hier müssen wir auch nochmal kurz ran. Ach so, das kriegen wir ja nicht besser hin. Dann nehmen wir hier aber einfach, dass der Knick nicht so hart ist. Wobei das alles schon wieder Korinthenkackerei ist. Nehmen wir einfach mal den hier hinten. Dann wird das schon irgendwie passen. Und erstmal reicht wahrscheinlich ein Terminal, denke ich mir, für den Moment. Aber der ist nicht mal angeschlossen. Doch, na klar ist der angeschlossen. Okay, wunderbar, die sind connected. Gut, dann ab zum Depot, wo auch immer eins sein mag. Wir holen uns ein paar LKWs. Hier ist ein Depot, Gabeln, Straßenfahrzeugdepot. Und wir gehen auf Cargo. Und wir gehen auf Getreide. Und gucken mal, was es gibt. Guck mal, wir nehmen hier hinten von den Iveco Turbo Star Trucks welche? Keine Ahnung. Das erinnert mich von der Farbgebung ein bisschen an Getreide. Da haben wir einfach welche rauf. Und vielleicht nehmen wir dazu noch hier so ein und so ein. Und dann gucken wir mal, wenn wir die hier rauf ballern auf LKW Getreide. Die 5. Wie sich hier die Rate entwickelt. Und wir gucken uns erstmal die LKWs bei der Ausfahrt an. Ich weiß gar nicht, haben wir von denen schon welche drauf? Nicht aktiv im Linienbetrieb, oder? Auch eine sehr geile Mod. Okay, lassen wir die mal hier langfahren. Perfekt. Schaut auch nach einem Kühltransporter aus.
So ein Getreidekorn. Muss es gekühlt werden? Naja, whatever. Dann können wir auch gerade nochmal draufklicken, gucken, wie sich die Rate darstellt. 151. Für einen Moment würde ich mal sagen, ist das schon okay erstmal. Habe ich keinen Klemmer mit. Und vielleicht machen wir gleich in diesem Atemzug, binden wir doch noch fix einfach schon mal erstmal Altensteig an. Denn die brauchen tatsächlich sogar Nahrungsmittel. Ansonsten hier unmittelbar in der Umgebung. Zufälligerweise brauchen die anderen das alle nicht. Gabel nicht, Feldengel nicht, Grabau nicht. Vielleicht stellen wir das bald noch um. Was kriegt denn der hier nicht? Der kriegt doch eine ganze Menge nicht. Keine Waren und keine Maschinen. Müssen wir überlegen, ob wir ein bisschen rumcheaten. Jetzt machen wir erstmal fix die Linie klar noch, um hier Altensteig zu versorgen. Aber man muss ja nicht immer alles direkt unmittelbar auf den kürzesten Weg machen. Ist in der Realität auch nicht immer möglich, aus diversen Gründen. Vor allem schon gar nicht über Land. Heißt, die LKWs müssen auch hier außen rumfahren, schlage ich vor. Wenn auch das hier, das ist hart. Na gut, ist nur eine Teilschönbaukarte. Muss so bleiben. Ich baue mal hier fix einen Abladepunkt hin. Bauen wir hier ran. Und die Frage ist, geht hier eine Linie durch? No, geht nicht. Dann ist das auch schon wieder easy peasy. Und eigentlich könnten wir die LKWs eventuell doch gleich für die Rückfahrt damit hernehmen, oder? Oder wäre das ein zu großer Umweg? Schreibt es mal rein, wie ihr das machen würdet. Wahrscheinlich setzen wir hier oben aber auch noch einen Bauernhof hin. Dann wird sich das sogar lohnen, weil wir brauchen ein paar Bauernhöfe. Insgesamt können hier 4 angeschlossen werden. Wisst ihr was, wir setzen den hier hinter. Ja, wir setzen den hier noch hin. Das hier wird vielleicht zu eng werden, wenn die Städte sich tatsächlich ein bisschen ausdehnen. Wir setzen den hier hin und dann können die LKWs auch gleich auf dem Rückweg Getreide schon mal mit in die Stadt nehmen. So machen wir das. Moment. Hier diese komischen Überdachungen, die bieten sich gefühlt schon gut an. Auch wenn die Laternen ganz bisschen rausgucken, macht nichts. Aber besonders hier für die Getreide-Thematik, also am Bauernhof, finde ich, kann man die gut setzen, um hier mal schnell auch ein bisschen einen kleinen, minimalen Schönbaueffekt zu erreichen. So, dann texturieren wir auch hier natürlich wieder gerade noch bis Beginn durch. Einfach nur schnell ein paar Felder hingepinselt. So, haben wir hier auch ein bisschen was hingemalt, hingestellt, schnell, easy. Und von daher gehen wir auch wieder gleich aufs Linienmanagement, machen nochmal Copy-Paste. Und das wird dann hier werden, Getreide, die 6. Und dann von hier rüber entsprechend auch mit hier ran, schlage ich vor. Ich stelle aber gerade fest, wenn wir das hier auch hier mitlaufen lassen, wir werden die andere Linie wahrscheinlich doch andersrum laufen lassen müssen, könnten wir hier oben reinkommen. Würde das funktionieren, dass der hier oben reinfährt? Irgendwie wahrscheinlich gefühlt nicht, gell? Sonst würde das ja... Warte mal kurz, wir machen mal hier wieder im Schlag Mitte die 1. Ne, fährt er auch nicht. Aber dann würde er hier oben zumindest wieder rausfahren. Ich bin mir noch nicht sicher irgendwie, ob das wirklich so richtig cool ist. Wir werden wahrscheinlich die gelbe Linie doch nochmal umdrehen. Ne, werden wir nicht. Also von hier geht es nämlich auch hier runter über den Wegpunkt. Okay. Und dann kreiselt er hier raus und der fährt nämlich dann auch wieder. Hier zurück, wo haben wir den anderen Wegpunkt gehabt? Hier, Wegpunkt ist, geht um Schlagmitte danach. Zip. Und dann vollzieht er jetzt denselben Kraftakt. Irgendwie ein bisschen doof, aber für den Moment lasse ich das mal noch so. Mal gucken, ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Und wir gucken nochmal kurz die Linie in Gänze an. Sieht man die halbwegs? Nicht in der Farbe. Machen wir mal Red. Okay, die läuft hier hinten einfach lang so. Können wir machen. Stört mich nicht. Trotzdem nur kurz die Linie verwalten, denn Umschlagmitte ist klar. Hier wird aktuell nur entladen, und zwar das, und geladen wird wiederum Lebensmittel. Das wollten wir ja so tun, genau. Und dann werden wir die Linie nämlich noch dahingehend verlängern, dass die hier nach dem Wegpunkt noch hierhin fährt, um hier wiederum die Lebensmittel abzuladen. Sepp. Und dann passt es, und am Bauernhof nimmt er natürlich nur Getreide auf, und das Ganze laden wir in vorhanden. Und jetzt voll an einer Fracht so rum. Und jetzt wird ein Schuh draus, denke ich. So kann man das jetzt wirklich lassen. Dann nochmal gleich rein. Bei LKWs klar gemacht. Guck mal, die hier kenne ich auch gar nicht. Die nehmen wir einfach. Probieren wir aus. Why not? Come on. Wir machen mal 5 rauf. Und dann Auges an. Getreide die 6.
Gucken uns die LKWs natürlich bei der Abfahrt auch nochmal an. So schauen die aus. Nimmer mit. Habe ich noch nie verbaut. Definitiv nicht. Aber die lassen wir mit cruisen. Okay. So, dann hier nochmal rauf auf die Linie und kurz mal geguckt. Rate 132. Wir könnten sogar noch ein paar mehr nehmen. Aber jetzt lasst das erstmal alles anlaufen. Und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Und wir haben jetzt mittlerweile zwei Bauernhöfe dran. Ich werde noch im nächsten Video einen dritten setzen. Und bums, haben wir hier tatsächlich eine erschlossene Industrie, wo dann hoffentlich auch bald sich die Lebensmittelfabrik weiterentwickelt. Wir entsprechend die Chance haben, andere Städte zu versorgen und damit vielleicht auch die Berechtigung bekommen, ein Stück mal Autobahn zu bauen. Guck mal, hier in Deuna, wenn wir in die Richtung schauen, kriegen die schon Lebensmittel? Nee. Was kommt danach? Neustadt, kriegen die Lebensmittel? Die wollen aber auch gar keine. Vielleicht cheaten wir da wieder. Kriegt Ulm ein Lebensmittel? Nee. Wer weiß, vielleicht geht es da lang, aber vielleicht bauen wir die auch rüber nach Rathenow. Rathenow kriegt nämlich auch noch keine Lebensmittel. Okidoki. Also, so verbleiben wir auf jeden Fall erstmal. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir verbleiben einfach mal so bis hierher. Heute mal eine recht eisenbahnlose, eine zuglose, also eine Folge ohne Eisenbahn, ohne Züge, ihr wisst schon. Entsprechend eine zuglose Folge. Aber das wird auch nochmal sicherlich anders werden. Die 100 Videos werden wir ganz bestimmt noch knacken. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und von daher sage ich einfach an der Stelle, vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich über eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Dann bleibt mir ja gesund. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Jacko. Servus. Ah, was ist denn hier noch los? Wieso schweben die LKWs? Habe ich mir nicht aufgepasst. Manometer. Also die nochmal schnell weg. Die anderen sind auf dem Boden, oder? Der auch nicht. Die ganze Motte ist geflogen, aber nicht die hier. Und dennoch mal schnell gerade neu gesetzt, die guten. Hier habe ich falsch eingestellt. Standard auf dem Boden müssen die. Jetzt passt es. Mann. You're in my head. 'Cause you're in my head.